Guten Morgen, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist der Tag, an dem wir unser Hundebaby abholen, hoffentlich. Es ist noch nicht 1000% sicher, denn heute Nacht sind wir schon ein paar Mal aufgewacht, weil es so laut draußen war. Und heute ist der Tag, an dem Sturmtief Egon hier über Deutschland zieht und heiliger Scheiß, ich sag's euch. Der fetzt, der Egon. Also ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Moment. Okay, jetzt gerade jault es gar nicht so doll draußen. Aber es hat so gestimmt und es stimmt immer noch so, so sehr. Bei uns gegenüber hat es das Dach ab... Also nicht das ganze Dach, aber das hat so ein... wie sagt man, so ein Vorbau und oben dann so ein überstehendes Dach, also wie so eine Terrasse, die sich so entlang zieht. Eigentlich ist es nur so ein Gang. Und das Ende ist jeweils mit so Metallstrebenplatten verkleidet. Und es hat jetzt schon zwei Metallplatten rausgerissen aus der Verankerung. Der erste ist sogar richtig runtergeknallt auf den Gehweg, der auf der anderen Straßenseite da vorbeigeht. Und das ist schon eine Stunde her, als die ganzen Schulkinder da lang gelaufen sind. Und ich wollte dann gerade anrufen gegenüber und dann habe ich jemanden im Fenster gesehen und bin halt selber aus dem Fenster und habe gewunken und dann kam er raus und ich sagte, ah, ihre Metall, weil da war nämlich noch eine und die hing nur noch so und da unten stehen noch Autos. Und ich dann so, ihre Metallplatte, sie müssen die unbedingt sichern und abnehmen. Und dann ist er raus und hat sie festgehalten, hat jemand anders angerufen und dann kam noch jemand anders und dann haben sie zu zweit diese Platte abgenommen. Und ich glaube, der Mann, der läuft auch gerade unten auf der Straße und guckt sich die Schäden an. Das ist nämlich ein Geschäftsgebäude gegenüber. Also das ist nämlich... Nee, der guckt sich unsere Häuserfassade an. Oh Mann. Also unsere kann ich ja von hier aus nicht sehen. Dafür muss ich ja vor die Tür gehen. Ich hoffe, dass unsere okay ist. Naja, der macht auf jeden Fall jetzt Bilder und so von den Schäden. Ach nee, ah, das ist... Ist das unser Nachbar? Keine Ahnung, ich gehe mal weg vom Fenster. Ich fühle mich jetzt stock. Das ist nicht das Einzige, was bei uns zu Bruch gegangen ist, denn ich bin heute Morgen aufgestanden, also mein Freund hat mich geweckt und er hat so gesagt, wenn du eine Überraschung sehen willst, schau auf den Balkon. Und wir haben so einen Wandschrank auf dem Balkon, den haben wir auch immer noch, aber nicht mehr in der Position, in der er vorstand. Heiliger Bimbam. Ah, seht ihr meine Socken? Den hat es einfach mal sowas von umgeweht und das hier ist ein Glastisch und wir können so froh sein, dass das nicht den Glastisch zerstört hat. Ich kann es euch mal von draußen zeigen. Also ein Blumentopf ist zu Bruch gegangen, damit kann ich aber leben. Aber guckt euch das an, ey. Und wir hatten so Glück, ohne Scheiß. Unglaublich. Und wir haben gesagt, wir lassen ihn jetzt erstmal noch liegen, weil ja, wir Angst haben, dass er einfach nochmal umfällt. Deswegen ja, lassen wir ihn erstmal noch liegen. Es hat nämlich noch nicht aufgehört zu stürmen. Und bevor es nicht ein bisschen besser geworden ist. Hat das keinen Sinn? Okay, zurück zum Thema. Heute Abend wollen wir eigentlich unseren Hund abholen, der übrigens Chaplin heißt. Und jetzt sind wir noch ein bisschen unsicher, ob wir wirklich fahren können. Also eigentlich soll der Sturm später ein bisschen besser werden. Und dementsprechend, wenn es wirklich besser wird, dann fahren wir auch. Der einzige Grund, warum wir da nicht fahren würden, ist, wenn halt irgendwie schon voll viele Unfälle waren auf der Autobahn und die Straßen gesperrt sind. Dann würden wir natürlich nicht fahren. Dann würden wir bis morgen warten, aber mal schauen. Ich habe gerade eben mal geguckt, gerade sind die Straßen frei, aber wir würden dann eh erst heute Nachmittag bzw. Abend fahren, weil mein Freund heute noch arbeiten ist. Also wenn er quasi von der Arbeit kommt. Mal schauen. Das bedeutet, ich bin natürlich erstens mega aufgeregt und ich werde heute mit Sicherheit nichts für die Uni machen, weil ich in meinen Gedanken mich niemals konzentrieren könnte. Und ich will heute nochmal so einen finalen Putz machen. Nochmal saugen, nochmal überall kontrollieren, dass nichts auf dem Boden liegt, was er irgendwie fressen könnte, was nicht für ihn bestimmt ist oder so. Und wir haben ein paar alte Decken bekommen. Und das heißt, ich wollte den Laufstall nochmal neu auslegen. Also ich hatte den jetzt mit Handtüchern ausgelegt, mit regulären Handtüchern, die wir eigentlich so auch benutzen. Heißt, ich nehme jetzt die Handtücher raus und mache das nochmal mit den alten Decken neu. Vor allen Dingen, weil uns auch ein bisschen die Handtücher ausgehen, muss ich ehrlich sagen, weil wir ja eins fürs Fitnessstudio immer brauchen, dann haben wir unsere Duschhandtücher. Also wir gehen ja beide mehrfach die Woche zum Sport. Ich meine, im Fitnessstudio, wenn man nicht duscht, dann braucht man, also kann man ein Handtuch hier öfter benutzen. Aber ich habe ja dann auch Unisport und der hat auch Fußballtraining, da hat er auch dann jedes Mal ein Handtuch. Also wir haben einen relativ hohen Handtuchverbrauch momentan, weil wir ja gerade wieder versuchen, oft zum Sport zu gehen. Und dementsprechend fehlen uns diese Handtücher ein bisschen, auch wenn es nur drei Stück sind, aber...
Es wurde schon knapp. Ach ja, genau. Und dann waren wir noch im Schwimmbad. Und dann waren irgendwie unsere Handtücher fast alle. Mein Waschen hilft natürlich auch, aber ich hatte halt keine Zeit zu waschen. Ich mache mir jetzt einen Tee und dann mache ich mir einen Plan, was ich alles mache. Okay, es ist ein bisschen später jetzt, beziehungsweise es ist 11 Uhr und ich habe bisher ein bisschen was gesaugt. Also ich habe das Wohnzimmer fertig gemacht, ich habe auch nochmal diese Handtücher durch alte Decken ausgetauscht und hier nochmal eine Decke über den Teppich ausgebreitet, die wir noch bekommen haben. Und das Wohnzimmer ist jetzt soweit fertig. Jetzt werde ich noch anfangen, das Badezimmer zu putzen oder vielleicht schaffe ich es auch noch fertig zu machen. Und um 12 habe ich einen Telefontermin. Sowas habe ich selten. Ich mag eigentlich Telefonmeetings oder Termine überhaupt nicht gerne, weil ich finde, für so eine geschäftliche Unterhaltung mit Leuten, die man nicht kennt, sind so die nonverbalen Dinge auch sehr wichtig. Und deswegen mag ich das irgendwie immer nicht so gerne, aber naja, lässt sich nicht vermeiden. Also das kommt heute noch auf mich zu. Und danach werde ich wahrscheinlich Pakete noch wegbringen. Und ja, das war's dann eigentlich. Und so um 15 Uhr wollen wir eigentlich losfahren. Mal schauen, wie ich das so hinbekomme. Also ich werde keine 3 Stunden brauchen, um Pakete wegzubringen. Aber ich weiß auch nicht, wie lange das Telefonat dauert. Mal schauen. Sowas liebe ich ja. Es ist 11 Minuten nach 12 und ich habe natürlich keinen Anruf bekommen. Ich sitze ja schon seit 5 vor 12 und habe dann um Punkt 12 nachdem, oder um 2 nach 12 oder so, dann eine E-Mail geschrieben, ob sie mich anrufen und dass ich dann bereit wäre. Allerdings kein Anruf bisher. Sowas nervt mich wirklich immer, weil dann weiß ich nicht, muss ich jetzt hier sitzen bleiben und warten? Rufen sie jetzt in 30 Sekunden an? Rufen sie gar nicht mehr an? Das Problem hatte ich nämlich schon mal, da sollte ich von YouTube irgendwie, es war irgendwie eine Schulung, über Skype hätte das sein sollen. Und da war auch ein Termin ausgemacht und ich habe denen meinen Skype-Namen geschickt und saß dann vor meinem Laptop. Und es ist einfach nichts passiert. Es ist einfach gar nichts passiert. Und dann habe ich halt geschrieben so, was ist da los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich euch irgendwie kontaktieren müssen irgendwo? Und dann kam nur so, ja, wir können gerne einen neuen Termin ausmachen. Wo ich mir dann dachte, nee. Was war denn jetzt eigentlich das Problem? Habt ihr noch nie wieder was gehört? Ja, also irgendwie passiert mir das immer. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich einen Telefontermin habe, klappt es nicht. Ah, so, geschafft. Also, ich wurde dann tatsächlich doch noch angerufen mit einer Viertelstunde Verspätung. Aber sie hat sich ganz lieb entschuldigt, hat gesagt, sie sind heute nicht so viel in der Arbeit. Es hat ein bisschen länger gedauert, kann ich vollkommen verstehen. Alles gut. War ein sehr gutes Telefoninterview. Es ging dabei um YouTube tatsächlich. Denn ich bin am Überlegen, ob ich mir ein bisschen Hilfe hole. Es ist nämlich so, je mehr Abonnenten man hat, umso mehr Möglichkeiten hat man, aber auch umso mehr Verantwortung hat man und an umso mehr Dinge muss man denken. Und weil ich ja jetzt momentan noch studiere und alles, aber eigentlich mir das schon sehr viel Spaß macht, habe ich überlegt, ob ich mir Hilfe suche. Und dabei ging es eben in diesem Fall. Also ich habe bei verschiedenen Anlaufstellen mal Interesse bekundet und gefragt, wie es aussieht, was für Möglichkeiten es gibt. Und das war jetzt eine der ersten Anlaufstellen, die tatsächlich richtig Kontakt zu mir aufgenommen haben. Also ich habe schon mal woanders angefragt und da musste ich aber erstmal Sachen unterschreiben und so, dass überhaupt Informationen irgendwie geteilt werden oder so. Total, naja. Also das war jetzt eine ganz andere Hausnummer, war viel sympathischer, viel besser. Und mal gucken, was draus wird. Wir werden sehen. Ich muss mich insgesamt noch mal ein bisschen schlau machen. Ich habe auch ein bisschen Respekt davor, Verträge einzugehen. Und das muss alles sehr wohl überlegt sein. Und ja, mal schauen. Ja, der Tag will einfach nicht vergehen. Es ist jetzt 13 Uhr und wir fahren um 15, 15:30 los.
Noch 2 Stunden. Die Wohnung ist übrigens jetzt komplett geputzt. Habe alles sauber gemacht. Mittagessen wäre eine Idee. Das ist es. Ich werde jetzt Mittagessen. Handy! Schauen wir mal, ne? Na? Süße? Ganz ruhig, hm? Du musst nicht nervös sein. Hier immer noch. Du musst nicht nervös sein. Überhaupt irgendwas erkennen? Ah, jetzt können wir was erkennen. Na du? Sie hat ein bisschen gut gefühlt, dass die Mama hecheln kann. Wir sind zu Hause angekommen und der kleine Herr Chaplin war auch sehr brav auf der Heimfahrt, hat nicht geweint, war alles gut, ein bisschen gespeit, aber eigentlich nur gewürgt, wirklich kam nichts, weil sie hat ihm extra wenig zu fressen gegeben. Und jetzt geht er ein bisschen auf Erkundungstour hier bei uns zu Hause und beobachtet, wie unser Abendessen gemacht wird. Wir haben schon ein kleines bisschen was zu essen gegeben, aber wollten es jetzt nicht übertreiben in der Aufregung. Gerade war er auch schon mal groß auf Toilette. Heißt, dass es hoffentlich heute Nacht nicht nochmal machen muss. Wie viel Uhr ist es jetzt? Oh, schon nach 9. Schon nach 9? Ja. Hm, okay. Na, einmal Pipi machen gehen müssen wir halt auf jeden Fall noch. Ja. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt zeige ich euch den kleinen Mann nochmal. Hallo. Na du? Hallo, Chaplin. Ja, hat einer Hallo zur Kamera gesagt. Sind da jetzt Dotzer drauf? Weiß man nicht, ne? Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ja, ich glaube, Essen ist immer interessanter als ich. Dann gesellen wir uns doch mal dazu. Hallo, na du? Du bist ja sowas von flauschig. Oh. Aufpassen, ja, das stimmt allerdings. Da müssen wir aufpassen. Früher habe ich immer noch selber essen können. Ja, jetzt sitzt hier jemand, der wartet auf dein runtergefallenes. Ne, Chaplin? Chaplin? Hallo? Ja, Essen ist viel interessanter als ich, ne? Vorhin war ich noch die Mutti. Jetzt haben wir der Vati den Rang abgelaufen, ne? Ja. Mit Essen kann man dein Herz gewinnen, ich sehe schon. Echt? Das glaube ich vorher auch. Du bist ja sowas von süß mit deinen Schüchen. Und so brav. Bin ich mal gespannt, was das für eine Nacht wird. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie heute Nacht wird.